Also alles sammeln, festhalten, umdrehen, verwenden, weil alles. Alles wird verschwinden und alles, was du nicht verwendest, wird gegen dich verwendet werden. Jedes einzelne Danta, Kolonialismus als Eiercremetörtchen, das keinem mehr wehtut. Es ist der Sommer, in dem ich hier bin, in einer Stadt, die Teil einer Liste und Teil eines Verschwindens ist. Tianjin, Xiamen, Amen, Shanghai, Qingdao, Hankou, Ningbo, Fuzhou, Hongkong, Harbin, Danshui, Guangzhou, Dalian, Zhenjiang, Kunming. Treaty Ports, Vertragshäfen, Gangbu. Zwangsgeöffnet, zwangsverbracht, zwangszollbefreit. Das heißt, Miniaturkolonien mit einem Recht für ihre Bewohnerinnen und einem Recht für ihre Dauercamper aus Europa. Als ein Kreuzergeschwader der Kaiserlichen Marine unter Konteradmiral Otto von Diederichs 1898 die Hafenstadt Qingdao fürs Deutsche Reich reklamiert, schreibt Lin Shu, Übersetzer von 173 europäischen Romanen, der keine einzige Fremdsprache beherrscht, eine Warnung an den chinesischen Kaiserhof. Wenn der weiße Mann Amerika annektieren kann, dann kann er auch China schlucken. Ich bin Mechthild Leutner, ich bin Professorin an der Freien Universität Berlin und habe lange Jahre dort den Lehrstuhl für Staat und Gesellschaft des modernen China inne gehabt. Ich habe mich intensiv mit der Kolonialgeschichte Deutschlands in China befasst und mit den deutsch-chinesischen Beziehungen. Und heute stehe ich hier am Ufer der Spree, am Rande des Sprengelkiezes in Berlin-Wedding. Und möchte einiges dazu sagen zu den Straßennamen hier, zum Pekinger Platz und zur Kiaochow-Straße. Denn die wenigsten wissen sicherlich den Zusammenhang dieser beiden Straßennamen zu China und zur Kolonialgeschichte, zur deutschen Kolonialgeschichte in China. 1897 haben deutsche Truppen die Bucht von Kiaochow in China besetzt. Es folgten lange Verhandlungen. Und 1898 wurde das chinesische Kaiserreich gezwungen, diesen Teil Chinas, also eine Bucht, eine Stadt und die Umgebung, an das Deutsche Reich als sogenanntes Pachtgebiet abzutreten. Pachtgebiet war natürlich ein Euphemismus, denn tatsächlich hatte dies den Charakter einer Kolonie, und zwar nicht nur in dem kleinen Bereich Kiaochow und Qingdao. Die Hafenstadt Qingdao war dann das Zentrum der deutschen Kolonialherrschaft, sondern auch, weil die deutsche Regierung sich Sonderrechte für den Bergbau und für den Bau von Eisenbahnen in der Provinz Shandong, in der dieser Ort lag, gesichert hatte. Man glaubte eben, dass man dort nicht nur einen Stützpunkt hatte, einen militärischen Stützpunkt, einen Stützpunkt eben für die Schiffe zum Laden der Kohle, für die neuen Dampfschiffe, sondern man glaubte eben auch, dass diese Kolonie eine Art Eingangspforte für den chinesischen Markt darstellen würde. Die chinesische Bevölkerung musste beispielsweise einen Teil ihrer Wohnviertel leerräumen, die wurde speziell angesiedelt, sie wurde gezwungen, eben an die Kolonialherren eben auch ihre Länder zu verkaufen. Und das Deutsche Reich begann dort eine neue sogenannte Musterstadt aufzubauen mit Bahnhof, mit neuem Hafen natürlich auch. Und hat, um sozusagen international politisch mit England gleichzuziehen, hat sie sich in Konkurrenz zu Hongkong gestellt und hat gesagt, wir bauen hier in Qingdao, in Jiaozhou, eine Musterstadt auf, eine Musterkolonie. Das hieß aber nicht, dass sie vielleicht weniger gewalttätig vorgingen als die Briten. Natürlich haben sie auch Militär eingesetzt. Sie haben auch unbotmäßige Dörfer, die sich der Besetzung widersetzten, haben sie niedergebrannt. Es gab auch sehr, sehr viele Opfer, denn es gab natürlich von chinesischer Seite auch Widerstand. Widerstand durch die Intellektuellen, durch die Beamten, Gebildeten, aber es gab eben auch Widerstand von Seiten des Volkes, die sich gegen diese Ausbeutung ihrer Ressourcen wendeten. Aber natürlich haben wir hier noch
zu berücksichtigen mit dem Pekinger Platz, ist das natürlich eine Erinnerung an ein besonders schändliches Kapitel der Kolonialgeschichte, nämlich um 1900 begann auf den chinesischen Dörfern, unter anderem auch in der Provinz Shandong, aufgrund des ausländischen Einflusses, das einfache Volk zu rebellieren. Es bildeten sich Qigong-Gruppen, Selbstverteidigungsgruppen. Qigong kennen die meisten schon, also bewaffnete, mit Dolchen bewaffnete, eigentlich eher rückwärts gerichtete Gruppen von Männern und Frauen, die später als Boxer tituliert wurden, haben Ausländer angegriffen und sind so stark geworden in ihrem Zug, auch durch die Unterstützung von Teilen der chinesischen Armee, dass sie in Richtung Peking marschierten. Und dort gab es natürlich einen vehementen Widerstand der ausländischen Mächte, der Alliierten. In dieser Auseinandersetzung wurde der deutsche Gesandte Ketteler getötet. Und deswegen erhielt diese erste große internationale Militärexpedition auch die deutsche Leitung. Das heißt, das Deutsche Reich proklamierte letzten Endes diese alliierte Militärmission zu führen. Und der Pekinger Platz erinnert eben daran, an den Einmarsch der Truppen von Waldersee in Peking, nachdem das chinesische Reich schon längst geschlagen war. Ja, warum denke ich, dass es wichtig ist, diese Straßennamen aus unserem öffentlichen Raum zu entfernen? Und wenn sie nicht zu entfernen sind, dann wenigstens mit entsprechenden Gedenktafeln richtig zu stellen und deutlich zu machen, worum handelt es sich? Was ist das für eine Vergangenheit? Ich finde Straßennamen, Namen überhaupt, die im öffentlichen Raum benutzt werden, sollten dazu dienen, jemanden zu feiern, zu ehren. Es ist ja eine Würdigung einer Person, es ist die Würdigung einer Leistung. Und ich sehe nicht, was mit diesen Namen, mit diesen auch Ortsnamen, was da gewürdigt werden kann. Ich meine, selbst wenn die Personen, die jetzt hier die Jiaotaostraße lang gehen oder den Pekinger Platz hier benutzen, dass die, sie wissen oft gar nicht, warum das so ist. Und ich denke, die Aufklärung darüber oder aber auch die Entfernung dieser Namen und den Ersatz dieser Namen, meinetwegen durch engagierte chinesische Kämpfer auch für internationale Solidarität oder für Völkerfreundschaft und so weiter, wäre ein Zeichen, um eben auch im öffentlichen Raum ein völliges Abgehen und eine Negierung dieser kolonialen Pläne, Absichten und auch jeglichen Gedankengutes vorzunehmen. Mein Name ist Lea Schneider. Ich bin Schriftstellerin. Ich schreibe vor allem Lyrik und Essays und ich übersetze aber auch chinesische Gegenwartslyrik ins Deutsche. Und das Buch, das ich hier in der Hand halte, ist so ein bisschen ein Produkt der Mischung von all diesen drei Dingen, von all diesen drei Genres. Es heißt Made in China. Es hat 6 Kapitel, die jeweils in einer chinesischen Großstadt spielen und versuchen, von diesen Städten in einer Art zu sprechen, die nicht klischiert ist, die der Komplexität dieser Städte in irgendeiner Form gerecht werden kann und die sich tatsächlich auch immer wieder mit den kolonialen Sichtweisen, die wir in Deutschland auf China haben, auseinandersetzt. Und weil ich auch Übersetzerin bin, wurde ich unter anderem gefragt, welche kritische Übersetzung ich mir vorstellen könnte für die Jiaotaostraße und den Pekinger Platz. Man könnte das natürlich einfach wörtlich sozusagen übersetzen, also als Jiaozhoulu und als Beijing Guangcheng. Das fände ich persönlich aber schwierig, weil Straßenbenennungen zumindest für mich ja auch immer eine Würdigung sind oder eine Erinnerung an Dinge, an Menschen, an Orte, an die man sich erinnern will. Und im Moment, soweit wie ich das zumindest hier im Bezirk mitbekommen habe, gibt es überhaupt keine Einordnung, warum diese Straßen so heißen. Das heißt, ich würde gerne, solange wie es diese Einordnung nicht gibt, mir eigentlich, wenn ich diesen Straßen einen Namen geben könnte, diesen Straßen einen komplett neuen Namen geben und sie benennen nach 2 chinesischen Intellektuellen, die in den 20er und 30er Jahren in Berlin gelebt und studiert haben, nämlich nach Hu Lanxi und Sun Qin, die beide eigentlich
komplett vergessene Schriftstellerinnen sind, beide überzeugte Feministinnen und überzeugte Kommunistinnen waren, berühmt dafür waren, dass sie auf Deutsch flammende antifaschistische Reden gehalten haben, beide in der KPD engagiert waren, beide unter den Nazis inhaftiert wurden. Hu hat zum Beispiel hat dann auch ein Buch geschrieben über ihre Zeit in einem deutschen Frauengefängnis, war unter anderem gut mit Anna Segers befreundet. Also beide sind eigentlich perfekte Beispiele dafür, dass China und Deutschland eine lange Geschichte von gegenseitigem kulturellen Austausch, auch von gemeinsamen politischen Widerstand gegen repressive Regime haben, die aber überhaupt nicht bekannt ist. Und ich glaube, das ist eigentlich Teil des kolonialen Bewusstseins, das wir heute nach wie vor haben und Teil davon, wie Kolonialismus und Rassismus unsere Sichtweise auf China prägen, dass wir die Geschichten dieser beiden Frauen gar nicht kennen. Und deswegen fände ich es toll, wenn wir die Straßen nach ihnen benennen würden. Das wäre mein alternativer Vorschlag für eine Übersetzung von Kiaochu-Straße und Pekinger Platz. Hallo Deutschland, hallo Berlin. Ich bin Ije und berichte jetzt von Qingdao aus über die Stadtgeschichte. Ich stehe momentan beim Wahrzeichen der Stadt, nämlich Zhenqiao. Auf Deutsch heißt es das Zhenqiao Pier. Und es ist das Wahrzeichen von der Stadt am 14. November 1897 wurden die ersten deutschen Matrosen hier gelandet und dann hatten sie die Stadt erobert. Wir gehen jetzt von der Kirche zur Hauptstraße von der Kolonialzeit. Und es hieß ursprünglich die Friedrichstraße. Und es ist jetzt auch eine ganz schöne Straße, weil man hat hier ein Gesetz, dass die alten Gebäude, also aus der wilhelmischen Zeit, auch unter Denkmalschutz stehen. Und damit man später die Altstadt als Weltkulturerbe beantragen kann. Und hier, diese Straße ist auch eine alte Straße. Also Sie sehen jetzt wirklich, also es sieht so aus wie in einer deutschen Stadt. Wir sind jetzt auf der Kiaochu-Straße. Es hieß in der Kolonialzeit auch Kiaochu-Straße. Wir stehen jetzt auf der Guangxi Road von der Stadt Qingdao. Es hieß ursprünglich Prinz-Heinrich-Straße. Und damals war diese Straße die schönste Straße in der Kolonialzeit, weil viele deutsche Handelshäuser hier sehr viele schöne Häuser gebaut haben.